Ja, es ist wirklich wahr. Du hast auf ein High-Speed-POV-Drive-Video geklickt und das Erste, was passiert, der fängt an zu reden. Ja, es ist folgendermaßen. Unter dem Kofferraum-Vergleichsvideo zwischen Seed GT und Pro Seed GT ist von einigen von euch angeregt worden, ich sollte doch einfach mal ein POV-Drive-Video machen, einfach nur die Kamera nach vorn anschalten und die Tacho-Details. Naja, dachte ich mir, Material hast du ja eigentlich genug. Deswegen ist dieses Video hier ein Testballon, ob ihr solche Videos in Zukunft öfters sehen wollt, sagen wir mal zu jedem GT-Line-Modell von Kia zum Beispiel. Ich mache das in diesem Fall von euren Daumen nach oben und den Kommentaren abhängig, ob ihr das zu jedem Modell wünscht, nur zu den GT-Line-Modellen, nur zu den Modellen ab 200 PS oder wie denn nun. Wie dem auch sei, ich bin Tommy und deswegen heißt dieser Kanal Automobil logisch. Noch kurz warten bitte. Es könnte alles so schön sein, der erste Versuch hat schon mal nicht geklappt, Baustelle. Das Gute ist, die A9 hier zwischen Hof und Münchberg bzw. zwischen Münchberg und Hof ist auf beiden Seiten grundsätzlich freigegeben. Deswegen habe ich das Ganze nochmal probiert. Vielleicht klappt es ja beim zweiten Mal.
Ja, das war im Prinzip das erste High-Speed-POV-Drive-Video auf dem Kanal hier. Wenn ihr solche Videos in Zukunft öfters wolltet, dann würden die wahrscheinlich immer so aussehen, denn ich werde mir keine Kamera auf die Stirn schnallen und dann wie ein Grubenarbeiter ins Auto einsteigen, denn ehrlich gesagt, bei anderen POV-Drive-Videos ist mir die Kameraführung manchmal ein bisschen zu wackelig. Bei mir hättet ihr zwar die A-Säule im Blick, aber dafür ein schön ruhiges Bild. Ja, das war's im Prinzip, was ich zu sagen hatte. Wenn dir das Video gefallen oder geholfen hat, Daumen hoch, denn dir tut's nicht weh und mir tut's gut. Außerdem Kanal abonnieren und jetzt kommentieren. POV-Drive-Video auf Automobil, ja oder nein? Das interessiert mich. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Tommy und deswegen heißt dieser Kanal Automobil. Logisch.